Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Heute ohne Cam und auch leider nur eine etwas kürzere Folge, denn ich nehme jetzt gerade noch vor der Arbeit auf. Muss ich aber, ansonsten kriege ich es nicht auf die Kette zeitlich. Und wir haben schon 10 nach 8 und ich muss in 20 Minuten schon los. Und ich habe noch nicht alles gepackt. So, von daher würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Die Rückmeldung bezüglich Creative oder nicht Creative waren relativ eindeutig. Die meisten haben gesagt, hey, es ist eigentlich auch voll cool, wenn du mal im Creative baust. Das heißt, ich habe mir überlegt, ob ich das immer unterschiedlich mache, dass ich manchmal einfach, wenn, damit man mal ein bisschen Fortschritt sieht, ich im Creative baue. Das werde ich jetzt dann heute nochmal machen. Ja, mir wurde gesagt, wenn ich lange F3 drücke und dann F4. Ah, das funktioniert nicht. Das ist fehlende Berechtigung. Oder ist das... Ach nee, ich muss dann wieder, ich muss dann hier wieder in die LAN-Welt erstmal. Ah, vier nächste Überleben, Abenteuer, Zuschauer, Kreativmodus. Ah ja, dankeschön. Das heißt, ich werde es mal so machen. Und ich werde jetzt heute wahrscheinlich hier die Paddocks mal außen vor bauen und die Türen da rein. Einfach wie gesagt, dass wir so ein bisschen vorwärts kommen. Weil das Problem, was ich einfach so ein bisschen sehe, ist, dass wir halt einfach ansonsten gar keinen Fortschritt haben, weil es halt einfach... Was ist denn da? Ach, ein Pfeil. Weil es halt einfach super lang dauert. Bis wir hier mal irgendwie einen kleinen Fortschritt haben. Und das ist ja auch auf Dauer doof, wenn sich hier so gar nichts tut. Ist das ja auch irgendwie blöd, wenn man jetzt, wenn ich jetzt wieder folgenlang nur am Stall baue, also ich weiß es nicht, vielleicht täusche ich mich da auch, vielleicht seht ihr das auch ganz anders, aber ich persönlich finde es halt einfach, ich bin immer jemand, ich mag Fortschritt gerne und ich wäre dann auch jemand, der selber gerne als Zuschauer dann, ja, ab und an lieber mal ein bisschen mehr Inhalt sehen würde oder ein bisschen mehr, dass sich was tut, als dass ich jetzt rein wirklich, es ist auch, das ist immer noch das Problem, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe aber auch immer noch nicht dazu, bin noch nicht dazu gekommen, mal nach der Speicherzuteilung zu gucken. So. Wie konnte ich nochmal? Ich konnte doch irgendwie mit dem... Ah, genau. Mit dem mittleren Mausrad, Leute, kann man... So, ab da würde ich, glaube ich, schon Gras machen. Mit dem mittleren Mausrad könnt ihr den Block annehmen, der gerade da ist. Voilà. Und was ich auch noch als Kommentar bekommen hatte von der Linali war, dass ich dann hier drunter am besten noch eine Reihe Steine mache. Weil halt ansonsten das da rausguckt. Und das sehe ich auch so. Also das würde ich schon auch machen wollen. Das sieht sonst einfach irgendwie ein bisschen blöd aus. So, also. Akazienzaun. Jetzt ist die Frage, mache ich hier hinten auch noch Paddocks dran? Könnten wir eigentlich tun. Ich weiß nicht, wie lange sie auf der anderen Seite waren. Müsste ich mal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist halt bei mir bei Sims zum Beispiel auch gerade so. Gerade baue ich bei Sims total gerne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber halt nicht mit Familie. Klar könnte ich auch cheaten. Ja, natürlich. Ist jetzt zwar ein bisschen breit, aber macht ja nichts. Klar könnte ich auch cheaten und da auch ohne Geld Probleme in der Familie bauen, aber das ist dann auch irgendwie wieder nicht das, was ich will. Momentan mache ich das lieber so, dass ich Häuser baue. Also ich bin jetzt mal gespannt. Ich mache das jetzt noch, mache diese Aufnahme jetzt noch, bevor ich die erste Sims-Folge vom neuen Pack aufnehme. Also von daher freue ich mich da auch auf nochmal auf Gameplay. Aber ich habe jetzt zum Beispiel bei Dennis am Laptop fürs Wochenende habe ich mir Sims installiert und habe da auch nochmal ein Haus gebaut, weil ich mir gedacht habe, hey, ich hätte, glaube ich, mal Bock, so Haustouren zu machen.
Ich hätte, glaube ich, mal Bock, so Haustouren zu machen. Obala. Mist. Von Häusern, die ich dann zum Beispiel komplett frei ohne euch gebaut habe, die ich dann aber auch in die Galerie hochlade. So, den können wir lassen. Da sieht man nichts. Weil ich einfach ganz gerne bei Dennis mal baue. Baufolgen an sich, die dauern halt wieder so ultra lang, weil wenn ich ein Haus baue, dann baue ich halt schon sehr, sehr lange dran. Und das zieht sich dann auch wieder so. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, das wäre doch auch mal eine coole Version oder eine coole Möglichkeit. Und das ist im Endeffekt ja auch dann eine Art Creative Mode, sage ich jetzt mal. Das brauche ich ja hier auch nicht zu machen. Hier wieder. Weil ich da ja auch ohne euch, also da sogar ohne euch, was ganz schnell errichte und euch dann nur das fertige Ergebnis zeige. Kann natürlich auch sein, dass das überhaupt nicht gut ankommt. Who knows? Das weiß ich ja momentan noch nicht. Ich weiß auch nicht, wie oft das kommen wird, weil es auch sein kann, dass ich dann irgendwann wieder keinen Bock mehr habe aufs Häuser bauen. Das ist einfach bei mir, gerade solche Spiele wie zum Beispiel Sims oder Minecraft, das sind Spiele, da habe ich manchmal richtig Bock drauf. Und dann brauche ich aber schon mal eine Variation drin. Oder es muss mir ein bisschen schneller gehen, weil es mich dann selber auch irgendwie langweilt und nervt, dass ich keinen Fortschritt drin habe. Und daher kam mir einfach die Idee mit dem Creative-Modus, weil es mich einfach auch eben so ein bisschen genervt hat, dass sich absolut hier nichts tut. Und ich jetzt schon hätte sagen können, dass wir die nächsten 20 Folgen am Stall bauen. Jetzt werden auch ja Leute kommen, ja, weil du halt einfach so kurze Folgen machst. Ja, weil ich ein Leben habe. Also, es ist alles planerisch nicht so ganz einfach. So. Jetzt muss ich mal schauen. Redstone, nee, da ist es. Doch, da ist es. Akazienzauntor. Ich weiß es nicht, wenn ich jetzt hier die Türen alle beide aufmache, können die dann raus, die Pferde? Oh, das hier war dumm. Hier ist ja gar kein... Ups. Hier ist ja gar kein Pferd mehr untergebracht. So. Ich weiß das nämlich nicht. Aber ich glaube, es muss immer zwei Block breit sein, egal ob mit Tür oder ohne Tür, dass das Pferd da durchgeht. Ich glaube, bei einem Block gehen sie nicht durch. Aber ihr könnt mich auch gerne korrigieren, wenn ich falsch liege. So, Glas. Ach ja, ich weiß nicht mehr, ist irgendwie was mit Z-Time konnte man irgendwas machen. Ich weiß aber nicht mehr, wie das ging. Weil ich jetzt gefragt worden bin, ob ich dann ich weiß nicht, wie ich das, wie ich die Zeit, wie ich die zurücksetze, beeinflusse, wie auch immer. Ich weiß es nicht. Mit dem Befehl hier. Da habe ich dummerweise nicht dran gedacht, mir das nochmal anzuschauen. Dummerweise nicht. So, mach mal hier mal ganz hohe Fenster rein. Bis unter das Dach, Juhi. Und hier hinten, das würde ich aber dann, glaube ich, zubauen. Da kann ich hier nämlich auch mal meine Pferde reinstellen. Die momentan noch im Haus rumgümpeln. So, hier würde ich jetzt vielleicht eher Gitter zwischen machen, das weiß ich aber noch nicht. Oder halt auch Zäune.
Gitter oder Zäune. Gitter ist ja so das Klassische. Aber da würde ich auf jeden Fall noch was hinmachen, weil da können die ja so drüber. Das ist ja auch doof. Mir fällt übrigens gerade auf, dass ihr keinen Ingame-Sound habt, glaube ich. Nee, ihr habt keinen Ingame-Sound. Ja gut, dann habt ihr halt diesmal nur die Musik. Ja. Es tut mir leid. Das Problem ist, manchmal stelle ich die Kopfhörer um. Und dann muss ich sie halt auch überall zurückstellen. Und wenn ich das dann vergesse, ist halt blöd. Nee, ich weiß auch nicht, wie ich hier die Fenster einteile. Da muss ich mal noch schauen. Ja, dummerweise kann ich jetzt hier noch nicht genau, weiß ich jetzt, wie gesagt, nicht, wie ich die Zeit umstelle. Das heißt, ich kann jetzt hier gar nicht mehr euch zeigen, wie das jetzt bei Tag aussähe. Ihr Lieben, das seht ihr dann einfach morgen in der Folge. Ich könnte jetzt noch hinlegen, aber ich muss jetzt los, sonst komme ich zu spät. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nee, gar nicht morgen. Ich glaube, übermorgen kommt die nächste Folge. Also von daher, macht's gut. Bis zum nächsten Mal mit Minecraft. Tschüss!